Wir gehen vom Grundsatz her nicht davon aus, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Wir hoffen, dass alle Versammlungen friedlich ablaufen. Davon gehen wir aus. Wir sind aber natürlich schon auch für gewisse Eventualitäten gewappnet. Ja, die Versammlungsleiter haben gegen die Entscheidung der Stadt Bamberg Beschwerde eingelegt, beziehungsweise gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bayreuth Beschwerde eingelegt. Diese Beschwerde ist stattgegeben worden. Für uns ändert sich vom Grundsatz her nichts. Die Demonstration findet hier, wie man sieht, friedlich statt. Davon sind wir ausgegangen und da sind wir froh drüber. Also temporär wird es sicherlich am Samstag im Stadtgebiet zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Darauf müssen sich die Autofahrer und die Bürger in Bamberg einstellen. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerzahl schon im vierstelligen Bereich sich bewegen wird am Samstag. Aber auch hier gehen wir per se nicht davon aus, dass es zu irgendwelchen Gewalttätigkeiten kommt, sondern dass die Versammlungen wie hier und heute friedlich ablaufen.